Ja, hallo, ich grüße dich zu einem Zahlenvideo, also Numerologie-Video und gleich ein Vorschlag für dich, ein konstruktiver. Vielleicht hast du in den nächsten Zeiten Ferien, mehr Zeit. Ja, was macht man in der Ferienzeit? Man liest zum Beispiel ein Buch oder mehrere Bücher. Ja, man nimmt sich Zeit für das. Aber man kann zum Beispiel auch irgendetwas lernen. Ja. Und mein Vorschlag ist es für dich, was ich empfehle hier mit sehr gerne, meine zwei typischen Einführungskurse, ja, Selbststudiumskurse für die ganzheitliche Numerologie. Selbstverständlich, wenn ich sage Selbststudium, hättest du die Gelegenheit, mich jederzeit zu fragen, falls du nicht weiterkommst, ist schon klar. Ich möchte dir einfach ganz kurz, du kannst dann auch näher auf meiner Homepage das Inhaltsverzeichnis auf der Kaufseite anschauen, was das beinhaltet. Aber einfach möchte ich dir sehr, sehr gerne, was diese zwei Einsteigerkurse betrifft, möchte ich dir ein paar Dinge mitteilen. Und ja, der eine Kurs, der nennt sich Deine fünf wichtigsten Zahlen, ja, und der andere, also falls du es ein bisschen umfangreicher möchtest, also nicht beide Beziehungen, sondern entweder der eine oder der andere, weil der größere beinhaltet auch das, was der kleinere beinhaltet, nämlich der zweite Kurs, der nennt sich Deine 13 wichtigsten Zahlen, ja. Das Schöne ist, dass du nicht bloß viele Impulse für dich selbst bekommst, also in diesem leichten Einführungskurs, also wirklich leicht, wie gesagt, darum im Selbststudium möglich. Also das kannst du nicht bloß für dich selber anwenden, sondern auch, falls du magst, dann auch für andere, ja, das anderen Menschen zeigen. Also das ist offen, also das kannst du dann handhaben, wie du das möchtest. Ja, und hier siehst du ja, ich hoffe, das ist einigermaßen zu sehen, gell? Sonst ich mache mal verschiedene Distanzen, einfach, dass du das siehst. So, da und jetzt wieder so. So, und da gibt es einen oberen Teil. Alleine dieser obere Teil, also es geht eben hier, die Zahlen daraus, ja, hier ist das Ganze abgebildet. Deine 13 wichtigsten oder eben deine 5 wichtigsten, aber das ist ja in den 13 enthalten auch. Also hier oben ist das eben schön zu sehen. Also zu suchen, ja. Also, falls du den kleineren Einstiegskurs beziehen möchtest, deine 5 wichtigsten Zahlen, dann geht es um deine 1 Tageszahl, 2 Monatszahl, 3 Jahreszahl, 4 deine Kommunikationszahl, 5 deine Auftrittszahl. Ja, so, dann sind es 5. So, und das ist hier alles oben, eben oben zu sehen. Da, also Tageszahl, Monatszahl, Jahreszahl und dann in den ovalen, so in den ovalen Fenstern Auftrittszahl und Kommunikation, also Kommunikationszahl und Auftrittszahl. Also deine 5 wichtigsten Zahlen kannst du selber. In beiden Kursen ist eben auch, und das ist darum, ja, das habe ich sehr gerne gemacht, in beiden Selbststudiumskursen ist eine ausführliche Zahleninterpretationsliste vorhanden, wo du das eben selbst nachschauen kannst, also was jede Zahl bedeutet genau. Und wie gesagt, ausrechnen, es wird immer auch gezeigt, wie du, das ist natürlich klar, Selbststudiumskurs, also wie du zu dieser Zahl kommst. Gut, also dein Geburtsdatum, das ist einfach, also was jetzt dieser 5er-Kurs, deine 5 wichtigsten Zahlenkräfte betrifft, das ist einfach, Tageszahl, Monatszahl, Jahreszahl, das sind so deine 3 wichtigsten Zahlen, ja, wobei die Tageszahl sozusagen dein Kursschiff ist, dein Lebenssteuerrad. Aber die Monatszahl und die Jahreszahl natürlich auch entsprechend, also zweite und dann dritte Priorität, auch noch sehr wichtig sind.
deine Auftrittszahl, beziehungsweise zuerst die Kommunikationszahl, schön in der richtigen Reihenfolge. Also deine Kommunikationszahl, also das ist einfach Tageszahl und Monatszahl zusammengezählt. Das ist eine nette Empfehlung, also diese Zahl dort oben, eine nette Empfehlung, was du in der Kommunikation, in deiner Kommunikation mit anderen Menschen anwenden, fördern darfst. Ja. Und die Auftrittszahl nebenan, ja, hat eben auch eine Empfehlung, wie das ganze Geburtsbild hier, ja, ist eine nette, freundliche Empfehlung. Also auch so die Auftrittszahl, was du in deinem Auftreten, also Mimik, Gestik, Haltung, Körpersprache, was du da berücksichtigen darfst. Also das ist jetzt mal schnell. Also das ist der Kurs, deine fünf wichtigsten Zahlen. Jetzt der Kurs, falls du das etwas in einem größeren Umfang möchtest, also ein leichter, passender Einführungskurs in diese geniale ganzheitliche Numerologie, eben, dann ist der Kurs deine 13 wichtigsten Zahlen. Also die fünf wichtigsten Zahlen, die hast du jetzt gerade gehört. Und dann geht es natürlich weiter oben. Die Quersumme als zum Beispiel sechster Punkt, ja, die Quersumme für dein Geistbild, ja, Impulse, was für deinen Kopf wichtig ist, was du in deinen Kopf hineinbekommst und was du fördern sollst. Auch die Quersumme, die zeigt, mit wem du eine spezielle Verbindung, geistige Verbindung haben kannst, ja, und auch eine einfach übergeordnet eine wichtige Information mit der entsprechenden Zahl. Kannst auch wieder Zahlenliste nehmen. Also für alle diese Zahlen auch wieder, also für alle deine 13 wichtigsten Zahlen kannst du wieder, hast du eine Zahlenliste zur Verfügung. Ja? Und da kannst du dann schauen, kannst du dann das lesen und eben falls du da was nicht checkst oder nicht verstehst, mich einfach bitte fragen, unverbindlich fragen. Genau. Ja, und dann auch das Total der Geburtstagszahlen ist ein weiterer Punkt. Ja, also einfach die ganzen Geburtstagszahlen zusammengezählt, sozusagen dein geistiges Erbe, das Mitgebrachte, das, was du von früheren Leben übergeordnet mitbringst in diesem Leben, ein Thema und was du weiterführen darfst. Ja. Dann als siebtes die Quersumme für dein Seelenbild, also für deinen Psychebereich. Achtes die Quersumme für deinen körperlichen Bereich oder Alltagsbereich. Der neunte Punkt, gibt es noch eine übergeordnete Quersumme im Pulsal, was gesamt gesehen, also da gibt es, du hast also fünf Quersummen sozusagen, oder besser gesagt vier, so. Vier Quersummen hier zur Verfügung, eine davon ist eben übergeordnet, was einfach für alle wichtigen Ebenen, was sich auf allen wichtigen Ebenen anregen kann, eben zu tun, zu fördern. Ja. Und dann gibt es im linken Block, also hier sind die drei Quersummen, hier das Total. Zahlentotal des Geburts und dann im linken Block da, im linken Block eine wichtige Gesamtzahl, nämlich deine Lebensstilzahl. Also welche wichtigen Dinge sollen dich im Leben, zum Beispiel auch für das Wohnen, also eben für die Lebensumstände begleiten oder Wohnen, Hobbys und so, kann aber auch eine wichtige Zahl für die Tätigkeit sein. Ja? Und ja, dann sind wir, glaube, warte mal, sind wir schon bei, ist das schon der 11. Punkt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle kommt dann die Spezialaufgabe für dich selber. Also hier gibt es drei wichtige Spezialaufgaben für dich selbst. Erstens eine Spezialaufgabe für dich selbst, eine Spezialaufgabe gegenüber der Familie und dann eine Spezialaufgabe nach außen. So. Spezialaufgabe für dich selbst, also was ist für deine
Persönlichkeitsentwicklung zu beachten. Also was sollte hier unbedingt dabei sein? Spezialaufgabe gegenüber der Familie, was man gegenüber der Familie, der Sippe vorleben darf. Man soll ja nicht missionieren. Und dann eine Spezialaufgabe nach außen für andere, für die Gesellschaft. Also welchen Beitrag kannst du da leisten? Was kannst du nach außen anderen Menschen zeigen? Ja, was kannst du anderen Menschen leiten, also anleiten? Also welches Thema? Also hochinteressant, kann ich dir ans Herz legen. Ja? Also wenn du da ein bisschen das breiter möchtest, eben empfehle ich dir natürlich diesen 13er, deine 13 wichtigsten Zahlen, also diesen Einführungskurs, also Selbststudium. Aber du hast hier die Wahl, wie gesagt, und du kannst, wie gesagt, wie am Anfang des Videos, du kannst nochmals im Inhaltsverzeichnis dann nachschauen, dort, wo man auf die Kaufseite gelangt. Ja, also das sind die zwei typischen, leichten, gut zu verstehenden, wie ich meine, gut anschaulichen Einführungskurse. Wenn du die einfach mal, egal ob du nachher zum Beispiel mit dem Geistbild oder und oder Seelenbild und oder Körperbild, zum Beispiel wenn du Körpertherapeut bist, egal ob du nachher noch weitere Dinge wissen möchtest oder nicht, alleine schon mit diesen beiden Einführungskursen, also entweder der kleine oder der ausführliche, ja, hast du eben schon, bekommst du ein schönes Bild, also bekommst du eben schon viel Anregung, kannst du schon viel anwenden, eben für dich selbst und eben auch für andere. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, du weißt, ich bin dein ganzheitlicher Numerologie-Experte, also ich bin sehr gerne für dich da, du kannst mich jederzeit unverbindlich fragen, also mal zu den Kursen, zu denen ich jetzt gerade etwas gesagt habe, oder wenn du als Basis, das ist natürlich auch cool, wenn du als Basis meine Meinung wissen möchtest, also was deine 13 wichtigsten Zahlenkräfte ist, also im Prinzip, was eben von A bis Z das alles bedeutet, also für dich selber, also wenn du selbst an einer Auslegung, an einer persönlichen Sitzung oder schriftlichen Geburtstagsauslegung interessiert bist, einfach auf mich zukommen. Du kannst auch alles im Menü Shop auf meiner Homepage, ja, also der Link ist unterhalb des Videos, also lebensgestaltung.ch ist ja die Homepage, und dann das Menü Shop aufrufen und dort sind alle Beratungs- und Ausbildungsangebote angegeben. In diesem Sinne, ich danke dir vielmals für dein Interesse und bis bald. Tschüss.